Folgequest 3 von 6. Ja, Heldenwachen. Wir werden gleich als Held auf die Wache gehen und ein paar Tote umbringen, ein paar Krieger, mal wieder. Königsrippe, Königsrippe, Königsrippe. Okay, okay, ja, ihr habt mich überzeugt. Ich gehe in die Königsrippe und werde gleich umgenietet. 5 Quests, mal gucken, was wir alles erfüllen können da unten. Ich sage euch jetzt schon, wir werden da drauf gehen und wir werden die nächsten paar gefühlten 200 Folgen in der Königsrippe verbringen, um da, damit uns die Via den Arsch aufreißen und wir uns kaputt holen können. Mit Level 14,5 in die Königskrypta. Wie läuft denn das dann erst später ab? Ja, ich bin Level 19, auf zu Herold. Juhu. Okay, ein bisschen übertrieben, aber genauso läuft das dann im Endeffekt. Ich könnte jetzt auch zu Herold laufen. Ich habe ja früher vor Ewigkeit mal ein Video gebracht. Wie weit kannst du gehen? Das war auch nicht schön. Oh, ein Heiltrank. Den sollten wir uns auch aufsparen. Oder wohl eher so ein kleines Heilelixier mit 700 HP. Doch, das bringt noch was. Wo war ich? Ah ja, genau. Und da bin ich mit ein paar anderen, haben uns so just for fun Gehirntod, Geisteskranker und so einen Namen gegeben. Und dann sind wir in der Gruppe mit Level 1er komplett durchgelaufen bis nach Atlantis und durch. Also Level 1, 100 HP, ein Schlag ohne Rüstung, ohne gar nichts. Ihr wisst auch, die Level 2 Panzerung, aber die bringt überhaupt nichts. Und ihr lauft da lang und seid nach einem Hit tot. Das heißt, ihr müsst wirklich gnadenlos durchkommen. Und ihr könnt auch nicht springen, ihr habt gar nichts. Ihr lauft dahin, müsst ausweichen und wenn ihr es nicht schafft, seid ihr tot. Da könnt ihr den Weg gerade nochmal laufen. Und wir haben es bis Atlantis geschafft. Ich glaube, in die Hallen des Todes wären wir dann nicht mehr gekommen. Leider. Ja, ich sehe schon orange Schrift, rot. Von mir aus kann es auch lila werden oder schwarz. Ich sehe eh gleich nur noch schwarz vor Augen. Das wird richtig lustig. Das wird lustig. Ich freue mich ja jetzt schon. Wir haben noch ein Item. Oh, geil, geil. 5% kritischer Schaden, wo wir eh keine Kriti haben, aber gegen zweimal Kritis wechseln. Ne. Ne. Was haben wir denn hier für Quest? Ich gucke dann eben mal rein. 15 Nevi, Totenerwecker. Okay. Sarkophag. Oder müssen wir jetzt zum Herold rennen? Heridur. Nimm den Beweis beim Wächter auf. Besiege 4-mal Helden. Das wird ja richtig lustig. Und die dritte Nachricht. Guck mal auf die Map, haben wir 2 Fragezeichen. Den Sarg anklicken, also da können wir ja hinlaufen, Sarg anklicken, wieder abhauen. Das ist ja kein Problem. Komm, wir morgen jetzt einfach mal ein bisschen hier durch. Das sind echt viele Monster. Wenn ich jetzt hier überlebe, ich gebe euch ein Eis raus. Ich gebe euch ein Eis raus, wenn ich das hier überlebe. So viel Bücher wandert ja noch nie auf dem Haufen. Stirbt! Stirbt! Ich weiß im Endeffekt, du lässt ein paar Mal treffen, Lebensregenerierung, haust die Navys kaputt, stunst die Monster und dann haust du da drauf, als gäbe es kein Morgen mehr. Das Rennen und als Magier, beste Möglichkeit, alle Magier-Fans von euch, ich habe das ja auch mal gemacht, beste Möglichkeit, Singu in die Mitte, Kometenrunner oder irgendwas anderes und dann immer nur im Kreis um die Viecher drum rumrennen. Die billigste Methode überhaupt, naja gut. Ein Waldläufer kann das ähnlich machen. Er schießt halt mal mit ein paar Mal, also eine Jagdfalle hinlegen, alle Monster laufen rein, ein Brett sie durch und dann hast du 30 Monster einmal richtig schön durchs Herz geschossen und der Pfeil ist dann durchs nächste Vieh durchgeflogen und so weiter. Durchschlagskraft des Pfeils besser als bei einer modernen MG. Gut, ne? Richtig gut. Ah, 2 Grüne immerhin. Jetzt noch der Navy. Ach shit, jetzt muss ich euch ein Eis ausgeben. Okay, wir treffen uns bei Eisdelix Y bei mir um die Ecke. Mal gucken, ob er es findet. Und da keiner von euch weiß, wo ich wohne. Hihihi. Ja. Ich glaube, das ist der erste, oder? Der erste von den Mobs. Von den Champions, die wir eh machen müssen. Ja, und der DK, der hat leider nur ein paar einfache Dots. Und der rennt meistens. Der hat eigentlich fast gar keine Dots. Der rennt um die Monster drum rum und. Ja. Wird abgeschlachtet. Oh, der hat dir nicht mal Grünes gebracht. Willst du mich verkohlen? Aber dafür das Vieh. Gut. Trotzdem alles aufheben. Wer weiß, können wir ja verkaufen, solange wir noch Platz haben. Beim nächsten Mal werden wir einen Kobold haben. Jetzt habe ich glatt vergessen, die dritte Nachricht mitzunehmen. So. Wisst ihr was? Einfach nur, weil was können. Wir rennen jetzt zu Heridur nach hinten, sagen dem Typ Hallo, hauen 2-mal in dem rein und rauen wieder gleich ab. Ich lasse mich nicht von dem Vieh umbringen, das könnt ihr mir glauben. Obwohl ich glaube, dass er das schneller machen wird, als wir ihn Hallo sagen können. Das wird richtig schnell gehen.
Was ist denn eigentlich die nächste... Was ist denn eigentlich die nächste Fähigkeit, die wir bekommen? Genial, du springst in 20.000 Mobs rein, haust sie alle um und dann benutzt du die Stun-Fähigkeit und dann sind sie ja alle schon tot. Wo war es denn? Es hier. Sonne Kriegsschrei. Ach, endlich kommt das Ding hier. Das brauchen wir ziemlich dringend. Und das schon mit nächsten Level. Vielleicht kriegen wir das ja heute in der Aufnahme noch durch. So. So, also, wie war das? Wir rennen rein zu dem Herold. Ich sage immer Herold. Ich will unbedingt zu Herold. Ich weiß schon. Das erste Mal, wenn wir im Let's Play Part 396 Herold schlagen. Das wird geil. Solo vor allem, dann in Part 798. Ja! Das wird lange dauern, ich schwör's euch. Besonders als Drachenkrieger. Auch als Level 45er Drachenkrieger. Bis wir Herolds erstmal schlagen, ohne Rote. Das wird lange dauern. Das wird scheiße lange dauern, wird das. Also, wir gehen jetzt zu Heridur rein. Sagen Hallo, kleben den Sarg an. Hoffen, dass wir nicht draufgehen und... Rennen gleich wieder raus. Hallo! Der ist ja ganz schön beschäftigt mit anderen Dingen. Ja, ich habe nur gerade eine Leiche beschändet. Ja, tut mir echt leid. So, wie war das mit dreimal draufhauen? Zweimal? Eins? Ach ja, stimmt. Wenn wir es clever anstellen, kann der uns ja gar nicht treffen. Macht uns trotzdem 160 Schaden. Stunnen können wir ihn leider nicht. Schade eigentlich. Kommt, der ist mir... Und abhauen. Abhauen! Oh, gerade noch so entkommen. Hätte der Angriff gesessen, der hat uns weggeknallt mit seinem Schaden, Alter. Oh, und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. So, was machen wir jetzt? Das haben wir. Gucken wir nochmal bei ein paar Helden vorbei, ne? Nimm den Hinweis vom Nevatari-Wächter an der Brücke nordöstlich von Heridurs Grabhalle. Nordöstlich. Okay, der, dann müssen wir ja nochmal durch Heridurs Leichnam da nochmal an diesem Ding da vorbei und an dem Typen, der daneben steht. Nee, danke. Oder wir laufen drum rum. Ah, komm. Der haut ja die Hälfte schon wieder ab. Also Grüne findet man hier richtig schön viele, ne? Das ist schon nicht schlecht. Nietengürtel. Ich habe eben gerade Nieren. Nierengürtel. Gelesen. Oh, das war eine Speed hier. Das mag man. Das war gute alte Zeit. Okay, das erste Mal, dass ich sowas finde. Was ist denn das schon wieder? Ich kann es mir denken, aber... 5 Silber. Die Reparaturkosten sind um 50% erhöht? Wieso erhöht? Benutzung verbraucht nicht, vor Ort reparieren. Ach so, okay, die Reparaturkosten sind erhöht, aber man kann es unterwegs reparieren. So mit Abstand, zwar eine schöne Idee, aber im Ernst, die blödste Scheiße, die ich je gesehen habe, brauche ich nicht. Selbst wenn mein Equip kaputt geht, ich gehe zurück irgendwie und lass mein Zeug reparieren, ja? So ein Reparaturkit brauche ich nicht. Aber die 5 Silber, dass es wert ist, glatt verkaufen. So, dann haben wir den Nevatari-Wächter. Harry, du bitte hau ab. Ich kann es nicht mit dir und dem Nevi aufnehmen. Und im Haufen Spackenkrieger. Haut ab. Die hauen ja eh nicht ab. Okay, bleibt stehen. Dann stunne ich euch. Dann bringe ich euch um und dann seid ihr froh. Diese Schützen, die sind echt schlimm. Vor allem, wenn die immer nacheinander schießen. Jetzt mal doof. Ich hab's gewusst. Waren zu viele auf einmal und die haben einen scheiß Takt geschossen. Der eine, dann der zweite, dann der dritte, dann der vierte, dann der fünfte, dann der sechste. Und wenn der siebte schießt, dann schießt er, dann tut der erste gleich nachladen und schießt dann, nachdem der achte geschossen hat, ne? Versteht er? Noch schlimmer ist es, wenn sie alle gleichzeitig schießen und man bemerkt es nicht. Dann ist man tot. Nette Typen da unten. Also in der Krypta, da werden wir uns noch richtig schön aufregen und... kryptisch am Boden vorbeischrammen. Das wird richtig... Jetzt nochmal kurz verkaufen. Die Crit bringt es weniger. Die Sachen können wir eh verkaufen. Das können wir verkaufen. Den können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Das können wir sowieso verkaufen. Das können wir verkaufen, weil wir es schon hatten. Das können wir verkaufen. Das verkaufen wir erst recht. Nette Sache. Und verkauft.
können wir uns schon Schwerter kaufen, aber die sind leider... Von der Speed her sind die schön, aber wir haben momentan Schaden und Speed in der Axt drin. Brauchen wir also wahrscheinlich keine neue Waffe. Wann gibt es das nächste Hiebschwert? 16, 14 bis 20? 12 bis 17 und die gleiche Speed. Also dann lohnt es sich ja schon, das nächste Schwert zu kaufen. Doria-Schwert. Oh, wenn ich das Ding da und da... Die guten alten Zeiten hier. 17 Widerstände. Brauchen wir eigentlich auch nicht. 3,5 Gold. Ich mach Party. Ich lade euch auch nochmal alle zum zweiten Mal Eis essen ein, wenn wir 10 Gold haben. Und wenn wir 100 Gold haben, dann gebe ich eine Runde Schnitzel aus in der Gastwirtschaft. Und bei 1000 Gold, da verschenke ich Paysafe-Karten an alle. Bin mal gespannt, ob sich dann später noch jemand dran erinnert zum Thema. Hey, hast du nicht gesagt? Jetzt hast du 1000 Gold. Ich habe in den Kommentar geschrieben, dass ich dich dran erinnert habe. Wo ist meine Paysafe-Karte? Schade, dass es keine 1 Cent Paysafe-Karten gibt. Doch, gibt's. Ich kaufe mir eine und gib dann alles bis auf einen Cent aus. Das kann man auch machen. Generell kann ich ja alle Paysafe-Karten verschenken, die ich habe. Aber da ist ja halt nichts mehr drauf. Das müsst ihr ja nicht wissen. Das merkt er ja dann, wenn er was ausgeben wollt. Eieiei, was haben wir heute geschafft? Katakomben ein paar Level, da ein paar Level, einen absoluten PvP-Kampf, der mega fair war. So läuft das im PvP halt mal. Und ein paar kryptische Erinnerungen und so wird das auch in den nächsten Parts ablaufen. Ja, ich würde die Axt gerne in den Boden stecken, dann zu beten und dann nochmal auf Zeus zu warten. Oder irgendeinen anderen Gott, der mir dann den Weg frei bombardiert mit Blitzen, mit Wasser oder mit was, keine Ahnung, mit allem möglichen anderem. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, mal wieder von dieser Part-Serie. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ne? Euer Alka Union. Auch netter Name. Ja, auch netter Name. Darauf würde ich nie kommen. Gibt bestimmt ein paar Leute, die heißen 1000 und 2000 und wetten. Oh ja, das ist... hier bestimmt auch. Und Kilo. Kilo kann man auch dran setzen. Da kann man bestimmt auch... 60 Kilo. Gibt's auch. 50 Kilo. Komm, hau mal das auch noch rein. Ja, super. Namen gibt's... Nee! Das glaubst du nicht. Gibt's bei WoW ja nicht. Da kannst du ja nur Buchstaben benutzen.